Kennst du Menschen, die Stunden, Tage, Wochen, schließlich jahrelang überlegen, ob sie etwas machen sollen oder es nicht machen und schließlich so lange warten, bis die Sache, die Chance sich erledigt hat? Nun, wenn du Menschen kennst oder vielleicht auch selbst dazu gehörst, zu lange zu überlegen, bevor du beginnst, dann ist dieser Clip hier heute richtig für dich. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung und wir helfen jedes Jahr Hunderten von Menschen dabei, erfolgreicher zu werden, sich zu gründen, zu wachsen oder schließlich Unternehmen zu verkaufen. Und häufig sind natürlich Phasen bei den Menschen im Leben dran, wo sie nicht wissen, was auf sie zukommt, wo sie anfangen zu überlegen, zu grübeln, zu prüfen und sich nicht weiter bewegen. Und häufig warten viele zu lange. Als Metapher habe ich dir dieses Beispiel mitgebracht, dass du heute gerade in deiner Komfortzone bist und vermutlich dir ein Ziel gesetzt hat, was außerhalb der Komfortzone liegt. Und nun kann man natürlich jetzt an die Grenze der Komfortzone gehen und überlegen, wie komme ich jetzt am besten zum Ziel? Und schwupp kommen die ganzen Ängste hoch, dass man sich ja auf Abwägen beginnen könnte, dass da Gefahren sind, dass Risiken sind. Und über diese Risiken und Gefahren, die kann man durch Stunden und Wochen lang diskutieren und überlegen und schließlich zum Schluss keinen Schritt voranzukommen. Gibt da diese Geschichte von dem tollen Künstler, weltbekannter Künstler, hat er gesagt, würde er wären, wenn er sein Bild malen würde. Und jeden in seinem Umfeld hat er erzählt, wie toll sein Leben werden würde und wie beeindruckt alle Menschen wären, wenn er anfangen würde, seine Bilder zu malen. Und das hat er schließlich Jahre und Jahrzehnte lang erzählt, aber hat er ein Bild gemalt? Leider nein. Deshalb ist eine der wichtigsten Lektionen, die ich dir heute mitgeben will, dass wenn du dein Ziel erreichen willst, was außerhalb der Komfortzone ist, dass du in Bewegung kommst und dass diese Bewegung dazu führt, dass du deine Komfortzone zunächst verlässt. Das heißt, du setzt deine Segel und du fährst mit deinem Boot außerhalb der bekannten Grenzen. Ja, und es ist natürlich sehr wahrscheinlich, dass du erstmal auf einem falschen Weg kommst. Aber erst wenn dein Schiff in Bewegung ist, erst wenn du hier neue Informationen lernst und du in Bewegung bist, dann erst kannst du steuern. Erst mit einem Schiff, das Ruderdruck im Wasser hat, kannst du schließlich erkennen, wohin es geht und bist auch in der Lage, überhaupt Entscheidungen zu treffen, die sich auswirken. Deshalb die wichtigste Voraussetzung ist, dass du dein Ziel erreichst, dass du deine Komfortzone verlässt und das geht nur durch Bewegung. Das bedeutet, du musst in Gänge kommen, du musst neues Gebiet erforschen, sicherlich Fehler machen, daraus lernen und dann eine Kurskorrektur herbeiführen. Und diese Kurskorrektur, die kannst du nur herbeiführen, wenn du den Mut hast, in Bewegung zu kommen, auch wenn du nicht genau weißt, wie der perfekte Plan ist. Du brauchst also den gleichen Mut, den zum Beispiel Christoph Kolumbus hatte, als er Indien erreichen wollte. Er hatte die Vision, das Ziel, Indien zu erreichen. Und er ist in Bewegung gekommen. Und als er unterwegs war, kam er schließlich auch an ein Land an. Das war zwar ein völlig anderes Land, aber schließlich war er dennoch erfolgreich. Er hat einen neuen Kontinent entdeckt und war mit einer der Ersten, die dort auch die entsprechenden Vorteile genießen konnten. Wenn du also jetzt selbst noch in deiner Komfortzone sitzt und du überlegst, soll ich anfangen, soll ich mich selbstständig machen, soll ich das Neue machen, die neue Sportart, dies oder jenes tun, dann merk dir bitte für den Rest deines Lebens folgendes Zitat. Lieber fehlerhaft begonnen, als perfekt gezögert. Lieber fehlerhaft begonnen, als perfekt gezögert. Denn wenn du fehlerhaft beginnst, kannst du lernen und durch die Bewegung deines Schiffes kannst du rudern und den Kurs ändern, um schließlich das Ziel zu erreichen. Da lade ich dich ein, heute zu beginnen, auch wenn du keinen vollständigen Plan hast. Das heißt jetzt nicht, dass du ohne Fallschirm aus dem Flugzeug springst, keine kapitalen Fehler machst, das Risiko minimierst. Aber du kannst letztendlich nie 100% vorbereitet zu sein. Wenn du darauf wartest, dann wartest du in 100 Jahren noch. Und wenn du Unterstützung dabei brauchst, bei der Kurskorrektur, bei den ersten Schritten oder bei der immer wieder verändernden Kursbildung durch Berater und Coaches, dann kannst du gerne einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Gerne kann dir unser Team dabei helfen, den Kurs schnellstmöglich zu finden und die Kursabweichung zu minimieren. Gerne aber kannst du auch unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg, deine Komfortzone für den Rest deines Lebens zu verlassen. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.